Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich dir gern zeigen, wie du eine Anwendung bzw. eine Verknüpfung zu einer Anwendung immer mit Administratorrechten starten kannst. Hier auf meinem Bildschirm habe ich eine Verknüpfung zu dem Tool Autoruns. Wenn dieses nun aufgerufen wird, wird es standardmäßig nicht mit Administratorrechten gestartet. Wenn du jetzt ein Programm des Öfteren nutzt und dieses Administratorrechte benötigt, dann musst du dieses nicht jedes Mal beim Starten angeben, indem du jetzt beispielsweise hier die Verknüpfung mit der rechten Maustaste anklickst und dann hier den Befehl als Administrator ausführen auswählst, sondern du kannst auch die Anwendung immer mit Administratorrechten starten, wenn du dies so konfigurierst. Dazu klickst du die Verknüpfung wieder mit der rechten Maustaste an, öffnest die Eigenschaften. Damit öffnet sich automatisch das Register Verknüpfung. Hier findest du ganz unten den Button Erweitert und dann die Option als Administrator ausführen. Diese aktivierst du, bestätigst das Ganze und nun wird die Anwendung mit Administratorrechten ausgeführt. Solltest du hier mit einem Administratorkonto angemeldet sein, dann geschieht dies sofort. Falls du hier mit einem normalen Benutzerkonto angemeldet bist, dann wird noch einmal die Abfrage für das Administratorkonto und das dazugehörige Admin-Passwort erscheinen. So kannst du also jede Verknüpfung mit Administratorrechten starten. Möchtest du lieber die Anwendung, die über diese Verknüpfung aufgerufen wird, direkt als Administrator starten, dann kannst du das auch konfigurieren. Dazu begeben wir uns an den Speicherort der Anwendung. Wenn du diese nicht sofort weißt, kriegst du das leicht heraus, indem du die Verknüpfung mal mit der rechten Maustaste wieder anklickst, dann die Eigenschaften aufrufst und hier im Bereich Ziel findest du den Speicherort der Anwendung. Jetzt kopierst du hier das Verzeichnis, wo die Anwendung liegt. Öffnest ein Explorer-Fenster, fügst den kopierten Pfad hier ein. Damit befindest du dich jetzt in dem Verzeichnis, wo die eigentliche Anwendung abgelegt ist. Jetzt markierst du diese, klickst diese ebenfalls mit der rechten Maustaste an, öffnest wieder die Eigenschaften und begibst dich in das Register Kompatibilität. Hier schaust du ein klein wenig nach unten, bis du zu der Option Programm als Administrator ausführen gelangst. Diese aktivierst du, übernimmst das Ganze und damit kann die Anwendung auch direkt aus dem Installationsverzeichnis mit Administratorrechten gestartet werden. Über diese Konfigurationen sparst du dir also zusätzliche Klicks und Zeit, die du benötigst, um eine Anwendung als Administrator zu öffnen, da die Öffnung dieser Anwendung nun mit Administratorrechten konfiguriert ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem heutigen Video. Vielleicht hat dir ja der kleine Tipp gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir. Bitte vergiss nicht auf die Glocke und den Abonnieren-Button zu klicken. Damit wirst du dann über jedes neue Video von uns informiert. Also noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.